Hallöchen, Popöchen, Hallöchen. Und ich merke gerade, dass ich wieder Licht brauche. Arg. So, willkommen zurück zu Let's Play Star Wars 2 und Republic. Mal wieder hin. Ja. Internet hat mich heute ein bisschen abgelenkt und dann dachte ich mir, ich mach mal ein bisschen weiter, ne? Das ist unser Hauptquest, aber ich will noch der Hauptnebenquest machen. Den zweiten, wo wir erhalten hatten. So. So. Weil es auch ein bisschen länger dauert als den Hauptquest, kann ich ja euch verraten. Okay, die Flasche. Entschuldigung, Melodie im Ohr. Aha, so. Wenn ich ein bisschen Husten habe, dann tut es mir ein bisschen leid. So. Wahaha, vernichtet. So, das haben wir auch erledigt. Und das. So, und das haben wir auch erledigt. Oh Gott. Entschuldigung. Husten und so. So. Erledigt. Das haben wir auch erledigt. Upsa. So, und dann Hälfte. Der Hälfte haben wir geschafft. Klar. Ich werde mich darum kümmern. Seid auf alles vorbereitet. So, was haben wir denn da? Huch. Hi. Eine Sith-Hexer. Oder den anderen Teil von Sith-Hexer. Ich kenne es gerade nicht. Oh. Da, 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 da. Hey. Oh, ne.
Warum sollte das Imperium eine Abmachung mit euch treffen? Ich erfahre alles. Alle Informationen, alle Geheimnisse, alle Daten der Galaxis. Ich will gerne alles, was ich erfahre, an euer Imperium weiterreichen. Doch ich muss hier bleiben. Das ist die Abmachung, die ihr eingehen werdet. Ich überlebe und das Imperium bekommt Wissen und einen Vorteil. Solche Informationen könnten sehr nützlich sein. Davon bin ich ausgegangen. Geheimhaltung ist für die Abmachung sehr wichtig. Die Hunden werden meine Gegenwart hier nicht dulden. Sie müssen also glauben, dass ich getötet wurde. Große Generatoren versorgen die Einrichtung. Ihr müsst alle bis auf den Notgenerator überladen. Das wird die Einrichtung verwüsten und den Anschein erwecken, ich sei getötet worden. Das klingt einfach. Ja. Solange der Notgenerator normal funktioniert, bleiben meine Schilde erhalten. Ich werde überleben. Und euer Imperium wird davon profitieren. Generatoren werden gut bewacht. Seid vorsichtig. Und freut euch auf das unendliche Wissen, das euer Lohn sein wird. Na, das ist keine gute Idee. Also für mich, also haben wir zumindest so. Oh, hi. Hast du dich gar nicht gesehen. So, einmal. Ah, du wagst es, mich anzugreifen. So, und. Hui. Down, down. So, und hey, noch einer da oben. Der zweite Generator überladen. Und ich weiß nicht, wo der dritte ist. Toll. Also mein Gedächtnis. Wie eine tote Katze. Wow, es ging schnell. So, und weiter. Ah.
Ich sag mal. So bleiben die Geheimnisse des Imperiums sicher. Also wie tötet ihn gerade. Ja. Ja, das. Ja, guck, ah! La 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 la. Yay! Hier, mein Herr Damaros. Wir haben eine große Explosion im Datenzentrum registriert. Wurde das Ziel vernichtet? Ich war erfolgreich. Ausgezeichnet. Wir sind froh, dass ihr uns bei dieser Mission geholfen habt. Tabu hat mich informiert, dass die Notfallsysteme der Hutten die Daten erfolgreich umleiten. Das Holonetz ist vorerst gerettet. Ich muss dem Kriegsministerium Bericht erstatten. Eure Hilfe wird nicht vergessen werden. Damaros, Ende. Oh, endlich. Endlich. Dann nehme ich, glaube ich, doch lieber das da. Yes. Yes. Jetzt gucke mich an. So. Und jetzt werde ich mal unser Hauptquiz vornehmen. Ich weiß, ich könnte zurücklatschen, aber ich bin zu faul. Darum mache ich eine riesengroße Umweg. Aber so große Umweg ist es gar nicht. Das ist eine Lüge. Ja. So. So. Dann da hoch. Geradeaus. Dann im Kreis, wenn wir gerade ansteigen, wo gerade zufällig kommt. Yeah. Sieht cool aus. Ah. Ups. Affe. Ich bin sowieso viel zu gelevelt. Ich glaube, der schafft gegen mich nicht. Da boah, das war ein Leck. Krieg was. So. Oh, warte. So, so. Ihr seid nicht so vor.
Ja. Ihr kanntet die Risiken, als ihr eure Aufgabe angenommen habt. Und wie man sie vermeidet. Lord Ratari beschützt mich jetzt. Und alle Geheimnisse Barras werden nie mehr hören. In 100 Jahren, wenn ich eine Legende und ein Sinn bin, werden euer und Barras Tod durch meine Hand nicht mal eine Fußnote wert sein. Ich könnte mich jedoch nie dazu herablassen, mich mit einer bloßen Schülerin wie ihr es seid zu duellieren. Ihr habt diese Ehre nicht verdient. Oh, du kleines Mistbiest. Schade. Ein Sith-Lord sollte zu seinem Wort stehen. Wie naiv. Lügen und Täuschung sind wichtige Waffen im Arsenal der Sith. Diese Männer sind meine Elitewache. Ausgebildet zum Kampf gegen Sith. Von ihnen könnt ihr euch bereits töten. Aber ich will niemanden bevorzugen. Oh, du Klang. Wenn das so ist, werde ich sie alle vernichten. Wenn ihr es so eilig habt zu sterben, dann tue ich euch den Gefallen. Angriff! Oh. Ich finde das Lichtschwert geil. Oh Gott. Einmal. Und jetzt zweimal. Ah, fuck. Nein, nicht mein Bett. Ach, jetzt. Ja. Hat wohl geklappt. Aber ich kann mich nicht erinnern. Moment. Ihr habt mich um das Vergnügen gebracht, ihn zu vernichten. Ihr steht über solch belanglosen Aufgaben. Lasst andere wie mich solche Dinge für euch tun. Jetzt wird es mir klar. Eines Tages werdet ihr euch über euren Meister erheben. Ihr, nicht ich, werdet darf Barras Ende sein. Gewährt mir Gnade, damit ich es mitlebe. Ah, tut mir leid. Der Tod ist die einzige Ehre, die ihr verdient. Dann macht es schnell. Zack. Zum Glück ist es endlich vorbei. Vielleicht können wir jetzt zum Schiff und runter von diesem Felsen. Lord Barras wird einen Bericht erwarten. Na dann, grüßt ihn von mir. Ich kann es kaum erwarten, zurück in mein Quartier zu gehen und eine Runde zu schlafen. Ja. Sobald ich eine Lieblingscharakterin kommt, dann kannst du ewig schlafen. Ich mag sie. Ich mag sie, wobei kommt. Okay, bald ist ein bisschen untertrieben. Zum Schiff zurück. Wenn ich nur wüsste, wo das war. Ich hasse diesen Kackpratze. Ich glaube, es war da. Ich bin gerade nicht sicher. Doch, es war da, genau. Da. So, das hat ja geklappt. Achtung. Endlich, Zivilisation. Na los, ich zeige euch die Sehenswürdigkeiten.
Ja. Und ich weiß nicht, wieder wo mein Chef ist. Arg. Das ist doch so weise, mein Lieben. Ich gucke mal da. Wahrscheinlich sagt ihr, nein, das ist falsch. Und ich habe, oder ich habe gerade das Richtige gedrückt. Ja, ich habe das Richtige. Yay! Ich glaube, ich kann mich nicht erinnern, wo. Ja, genau. Da passiert nichts, genau. So. Gott sei Dank kann man das ein bisschen vorschnellern. Hehehehe, so. Du warst sehr gut. Der Lokon eliminiert und Unratale vertrieben. An diesem Tag wird man sich noch lange erinnern. Der Verlust von Handel 17 ist unglücklich. Doch der Zweck heiligt bei weitem die Mittel. Sie ist leicht zu ersetzen. Ja, ich werde meine Sklaven einsetzen. Verlass dich darauf. Du hast meine beiden kompromittierten Agenten eliminiert. Jetzt ist die Zeit gekommen, uns auf Norman Carr und seinen begabten Padawan zu konzentrieren. Es scheint, als wäre unser Gegner gleicher Meinung. Meine Bemühungen bleiben nicht unbemerkt. Norman Carr war untriebig. Untriebig? Erleuchtet mich, Meister. Es scheint, als würde dein Chef verfolgen. Ausgeklügelter Sensor verfolgt all deine Bewegungen. Ich habe das Signal zu einem Raumhafen in einem Sektor in deiner Nähe zurückverfolgt. Norman Carr hat ganz sicher damit zu tun. Ja. Schickt mich zu diesem Raumhafen. Vielleicht ist Carr dort und ich kann ihm ein Ende bereiten. Norman Carr ist ein Meister der Jedi-Künstler. Und da schätze ich mich. Ich habe die Koordinaten an deinen Hauptcomputer geschickt. Bleibende Eindruck. Ja, du mich auch, Lord Baratz. Yay! Das hat gut geklappt. Genau, Dunkel 3 erreicht. Dunkel 3, what? Ah, hallo. Mein Sith Lord, ich habe in meiner Freizeit an etwas gearbeitet. Das könnte euch interessieren. Lasst mich das beurteilen. Sofort. Vor einigen Jahren machte ich Jagd auf einen berüchtigten SID-Agenten namens Moloren, als mich Moff Boyce zur Schlacht von Drakenworld zurückrief. Ich hatte den Spion schon in die Ecke gedrängt. Boyce hätte nur jemanden schicken müssen, um ihn denkfest zu machen. Was ist an diesem Voloren so besonders? Er hat uns im Laufe der Jahre mehr Schaden zugefügt als jeder andere republikanische Agent. Eine entgangene Chance hat zu einem ganzen Jahrzehnt unnötiger Verluste geführt. Ich kenne Volorens Handschrift. Ich habe seine Arbeit verfolgt und bin ihm so auf die Schliche gekommen. Ihr müsst ihn unbedingt ausfindig machen. Sehr wohl, mein Sith Lord. Ich halte euch über meine Fortschritte auf dem Laufenden. Das hat ja gut funktioniert. Naja. So, und weiter geht's. Wo ist denn? Ah, da. Hat in der Nähe. Ja, stimmt ja. Es war ja auch in der Nähe. Ups. Nein! Inkompetent! Ah! Fuck! Okay, alles klar. Oh Gott. Ich hoffe,
Ich krieg's noch hin. Wow, das ist schön gehabt. Oh. Für das Imperium! Nicht einfach. Wow. Ja, bitte mach das mal. Where? Hey, du Spasti. Okay. Ja, ich weiß noch am Anfang.